Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Uncharted 4 Legacy of Thieves. Ja, in der letzten Folge haben wir uns hier komplett durchgeballert und jetzt wollen wir mal schauen, da hinten ist so ein Weg, wo man theoretisch auch noch hochfahren könnte. Jetzt wollen wir mal schauen, wo und wie wir jetzt hier weiterkommen und ja, wie viele, und ich befürchte, es sind sehr viele von den Idioten, die wir hier noch sehen müssen, finden müssen. Ich bin gerade am gucken. Moment, doch, da kommen wir. Kommen wir durch, ne? Ist aber breit. Also relativ breit, ne? Es ist halt eine Brücke, eine schmale Brücke. Wo wir. Dieser Piraten lässt echt zu wünschen übrig. Offenbar nicht hoch. Das heißt, naja, ich weiß nicht, ob wir den Felsen da hochfahren können. Okay, anscheinend den hier schon mal nicht. Da hinten war aber noch ein Weg, das weiß ich. Da könnten wir mal probieren, weiter zu. Also hier jetzt nicht. Da war irgendwo so ein Weg weiß eingezeichnet. Was hier? Nee. Ich glaube, da kamen wir dann da drauf, oder? Nein, 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 nein. Boah. Brems bloß nicht. Das ist es auch nicht. Ich habe das doch von hier oben aus gesehen. Ich drehe mich hier nochmal kurz. So, da habe ich... Ach so, nee. Da habe ich nur das Weiße unten gesehen, aber nicht, wie man hochkommt. Ich weiß überhaupt nicht, warum die überhaupt mit dem Jeep da hoch wollen, ganz ehrlich. Ja, entweder müssen wir jetzt einen riesen Umweg fahren, was ich nicht glaube. Oder es gibt einen Trick, den ich jetzt hier gerade übersehe. Da ist übrigens eine Art Ruine. Ich bin mir nicht sicher, aber ich schau mal eben nach, ob da vielleicht doch noch ein kleiner Schatz ist. Aber ich denke mal, ein Schatz wird wahrscheinlich nur da liegen. Oh, wie kann man sogar hoch? Okay. Hier liegt eine Waffe versteckt, okay. Cool. Nee, du kannst ruhig. Hinweis. Hinweis ist immer gut. Gelangen Sie zur Brücke. Ja, geil. Das hatten wir ja schon mal, ne? Das hat ja nicht funktioniert, ihr Idioten. Der Rest der Brücke sieht aus, als könnte er jeden Moment einstürzen. Muss ich da vielleicht zu Fuß rauf? Bleib da! Okay, aber komm zurück, bevor es dunkel wird, ja? Ja, ja. Moment, was haben wir hier? Ah, dann können wir das mit dem Auto bestimmt machen. Ah, Nee? Muss ich mir das vorher angucken? Ich hätte jetzt gesagt, wir reißen das einfach ein mit dem Auto. Wieso kann ich denn... Da kann man das doch auch. Wieso kann ich das denn nicht rausnehmen? Also die Seilwinde. Hä? Muss ich da näher ranfahren? Los geht's. Na, wenn wir den Wagen nicht auf die Brücke kriegen, kriegen wir die Brücke vielleicht runter zum Wagen. Ja, das versuche ich ja gerade. Wir entfernen die Stützbeine. So. Kann ich es jetzt endlich machen? Ah. Sehr schön. Man muss nur etwas 20.000 Mal versucht haben, dann kann man die Taste letztendlich doch drücken. Okay. Sally. Echt praktisch, oder? Ja? Ich war nicht gegen die Winde. Ich wollte nur nicht über den Tisch gezogen werden. Nein, gegenlenken! Okay. Sally, wie gut kennst du Nadine eigentlich? Sie
So? Vielleicht kannst du sie kontaktieren und überreden, ihre Schläger zurückzupfeifen. Haha, ja, klar. Was, wenn wir ihr mehr versprechen als Ray? Nein, so arbeitet sie nicht. Sie ist eher der Typ Söldner, der erst sein Geld sehen will. Also ist Ray da im Vorteil. Da, Shoreline. Ja, die geben wirklich alles, was? Und sie kommen dem Vulkan verdammt nah. Daran dachte ich auch gerade. Was, wenn sie den Schatz schon gefunden haben? Na, seht doch, die durchsuchen jeden Zentimeter. Wenn sie ihn schon gefunden hätten, würden sie nicht mehr suchen. Ja, ja, hast wohl recht. Das ist nicht gut. Also, dass sie ihn nicht gefunden haben, schon. Wenn ich mal fragen darf, wie hast du dir die Zeit im Knast vertrieben? Ah, weißt du, mit Lesen überwiegend. Einer der Wachmänner hat mich unter seine Fittiche genommen. Er hat mir immer Bücher aus der Bücherei besorgt. Was hast du denn gelesen? Geschichte. Vor allem alles, was mit Avery und den anderen Piraten zu tun hatte. Nur für den Fall, weißt du? Klar. Und außer den Büchern, Liegestütz, Rauchen, mich aus den Streits rivalisierender Gangs raushalten. Und ich habe viel nachgedacht. Das war's eigentlich. Okay. Sam, wenn dir dieser Wachmann Gefallen getan hat, warum hast du ihm keine Nachricht für uns gegeben? Oh, ich hab's versucht. Hab ihn gebeten, einen Brief zu schicken. An deinen Postmann. Ich hab nichts bekommen. Ja, weil der Direktor es mitbekommen hat. Ich hab eine ordentliche Abreibung bekommen. Und den Wachmann nie wieder gesehen. Herrje. Aber ich hab meine Rache bekommen, als der Direktor mich mit Alcazar zusammengesteckt hat. Das lief nicht so, wie er erwartet hatte. Okay. Das ist anscheinend so ein Stützpunkt, aber ich sehe da oben nichts blinken. Ich schaue trotzdem noch mal eben nach. Aber ich komme da nicht hoch, oder? Nee, anscheinend nicht. Okay. Die Frage ist jetzt, hier fahren ja jetzt wirklich überall Autos rum. Was müssen wir dann machen? Ich meine, vom Auto heraus schießen können wir, glaube ich, nicht. Ich probiere das nochmal eben. Wisst ihr, wenn ich so überlege? Ah, nee, das sind meine Fahrtrasten. Ich hatte tatsächlich mal mit Alcazar zu tun. Noch bevor ich euch beide traf. Im Ernst? Wie kommt's, dass du noch lebst? Ja, damals war er noch nicht der Mann, der er heute ist. Er stand doch ziemlich unten auf der Karriereleiter. Ich habe seinem Boss ein paar Holzstücke verkauft, die ich aus Japan geschmuggelt habe. Er stand auf Shoguns und Zeit. Alcazar war der Mittelsmann. Wie war er so? Ein Mann der leisen Töne. Der bei der kleinsten Gelegenheit explodiert. Na, dann hat er sich nicht groß verändert, was? Ich nahm mein Geld und dann die Beine. Ich würde das nur reizen, da oben auch nochmal hinzufahren. Also, kommt ein Pirat in eine Bar. Also, ich weiß nicht, ob da ein Schatz sein könnte. Und dieses Steuerrad guckt aus seiner Hose raus. Okay. Und der Wirt sagt, hey Mann, was ist mit dem Rad? Und der Pirat antwortet, Arr, es lässt mich durchdrehen. Den liebe ich. Zwing mich nicht, dich hier zu lassen. ich weiß nur nicht, ob das so eine gute Idee ist, wenn wir jetzt dahin fahren. Weil das sieht aus. Ich gehe mal gucken. Achso, falsche Taste. Okay, Sekunde. Ich weiß nicht, ob das Original ist hier. Ach so, da kommen wir gar nicht rum. Oder? Ein Weg ist ja auf jeden Fall. Und wie gesagt, wenn, dann möchte ich natürlich auch gucken. Schon eine geile Aussicht hier, wenn auch sehr, sehr trocken. Du Arschloch! Warum ist der jetzt schon wieder mit dem Wagen hier hingefahren? Oh, das ist nicht sein Ernst. Ich habe den Wagen extra da gelassen, weil ich keine Ahnung habe, ob wir wieder zurückkommen. Cool. Das ist nicht wahr. Doch was drin.
Ah, jetzt. Hab ich's? Ja, ich hab's. Ah, perfekt. Ich wusste es, weil das sieht so prädestiniert... Das sah jetzt geil aus. Das sah jetzt so prädestiniert dafür aus, dass da ein Schatz sein könnte. Falsche Richtung. Also, wie geht's dir so? Ja, noch in einem Stück. Ich bin froh, dass du mitgekommen bist. Und dass du den Verleihtypen so eingewickelt hast. Kein Problem. Zum Teufel, ich hatte ja selbst einen Heidenspaß dabei. Ich auch. Okay. Sieh dir das nur an. Tolle Aussicht. Ich warte ständig, dass ich aufwache und in der Isolierzelle sitze oder so. Das ist alles wie ein Traum. Sam. Nein, nein, keine Schuldgefühle. Ich will nur, finden wir ihn einfach. Oh ja. Okay, also das meinten die, glaube ich, jetzt da unten mit der Stadt, denke ich mal. Da hinten ist jetzt nochmal so ein kaputter Turm. Ich denke mal, da müssen wir hin. Frage ist natürlich, wie bewacht ist der Turm? Ich hoffe, dass wir da jetzt keine Antwort drauf finden werden. Gut, das würde dann aber wieder voraussetzen, dass wir dann gar nicht da hinkommen. Das wäre natürlich auch blöd. Also den ganzen Teil könnten wir jetzt rein theoretisch wohl mit dem Auto fahren. Auf dem Hügel steht noch ein Turm. Ich schätze, den sollen wir auch mit dem Auto fahren, so wie es aussieht. Der kann doch nicht mal von Stein zu Stein. Och ja, ist ja gut. Hallo, du sollst da nur rüber. Genau in die Richtung. Mein Gott. So, jetzt sind wir komplett verschlammt, inklusive unserer Waffe. Also holen wir mal das Auto. Nur der alte Mann kann nicht rennen. Das ist das große Problem in diesem Spiel. Oh. Wo haben die das denn jetzt abgesetzt? Oben oder unten? Ah, da hinten, ne? Ich dachte eigentlich, dass wir links rum weiter müssten. Also sprich Richtung... Richtung Vulkan halt hinten. Aber... Bin da. Auf geht's. Offenbar müssen wir uns hier doch an die Türme halten. Mal gut aufpassen, dass wir hier nicht runterfallen. So, jetzt geht's uns eingemacht. Erstmal schön durchs Wasser, damit die Reifen jetzt schön glitschig sind. Und dann einmal Vollgas hier hoch. Da ist eine Brücke. Was mich tatsächlich... Ja, sieht so aus, als wären wir die Ersten. Sehen wir uns um. Irritiert sind die dann Fässer. Er sagt so schön, wir sind die Ersten, aber ich bin mir nicht sicher. Also hier stehen ja überall Fässer rum. Hey, was sagst du zu der Zugbrücke, Nathan? Etwas fehl am Platz. Aber man baut keine Zugbrücke, wenn man nicht irgendwas schützen will. Zum Beispiel einen Piratenschatz? Vielleicht. Also ich könnte theoretisch da hoch und dann käme ich auf die andere Seite. Ich könnte natürlich auch einfach nur hier runterspringen. Frage ist natürlich, ist da oben irgendetwas? Wenn ich jetzt wieder da hochkletter und da nichts ist, werde ich sauer. So. Mal schauen. Ich hoffe jetzt nicht, dass irgendeiner plötzlich anfängt, hier rumzuballern. So, dass die Fässer hier kaputt gehen. Oh, sehr schön. Praktisch. Eine Leiter. Da unten ist eine Pistole. Aber die Pistole kann ich nur eintauschen, oder? Die kann ich nur antauschen. Schade. Ich sehe mal die Zugbrücke. Klingt Mach gut. Das. Hey, sei vorsichtig, Junge. Auch ich bin das gewohnt hier mit dem ganzen Klettern. So, da ist... Oh. Da unten ist ein... Müssen wir uns das angucken? Da steht jetzt nichts. Moment, ich gehe jetzt nochmal runter. Das ist jetzt doof, weil dann muss ich wieder hochklettern, aber... Nee, schade. Okay. Moment, halt. Ich kann theoretisch so rüberspringen, aber dann weiß ich nicht, ob da oben halt noch irgendwas ist. Deswegen, ich weiß es halt nicht, ne? Und das ist ja schon so ein Spiel, wo ich dann gerne die Schätze auch holen würde. Und ich meine, alle werden wir wahrscheinlich eh nicht hinkriegen. Ich schätze mal, wir haben auch schon sehr viele von denen jetzt halt, ja, übersehen.
Aber versuchen kann man es trotzdem. So, Moment, da kommen wir doch auch hin. Okay, ich sehe mich hier oben mal um. Hallo, wieso kann ich... Hallo. Es wäre schön, wenn ich mich drehen könnte. Na, jetzt dreht er die Perspektive. Darum. Okay. Hey Leute, da ist ein riesiger Turm hinter der Zugbrücke. Der größte bis jetzt. Ja, den habe ich vorhin schon gesehen, danke. Okay, also hiermit müssen wir nichts machen, wahrscheinlich nur zum Runterspringen. Ah, nee, nicht zum Runterspringen. Bingo. Ah, perfekt. Oh. Alles klar? Mir geht's gut. Geht's dir gut? Ja. Außer mein Rücken. Mhm. Gut, dann bis gleich. Fahr das Auto näher ran. Ich bin jetzt gerade am Überlegen. Ich habe gar nicht so mitbekommen, was er eben gesagt hat. Ich glaube, er kommt da oben nicht ran. Und deswegen braucht er das Ding, ne? Wenn ich das richtig verstanden habe hier. Ja, ich nehme an, dass es genau so war. Macht ruhig Pause. Ich schaff's schon. Ich meine, da ist nur eine Kurbel, oder? Du machst das super, Junge. Alle, alle, schon ein, Leute. Ich glaube, es ist besser, wenn ich von hier unten aus schieße, ne? Kommt raus, kommt raus! Ich lasse euch nicht lange leiden! Da kommen sie! Ach, das ist von der Seite! Eins will ich aber einen. Scheiße, da sind noch mehr. Oh, das war ja klar. Wieso zielt der da jetzt nicht drauf? Hallo? Wo lauft ihr denn hin? Das war... Echt? Waren das jetzt alle? Ja, so viel denn dazu. Können wir jetzt endlich runterlassen? Offenbar nicht. Komm schon, Brot, zeig dich!
Da waren keine mehr? Okay. So, mal runter mit der Brücke. So, wie komme ich jetzt wieder da hoch? Moment, hier, ne? Ich wusste, das ist kein gutes Zeichen, wenn hier überall diese Fässer sind. Ich wusste es. Versuchen wir es nochmal. Na komm schon, fester! Du schaffst das! Wie sind die eigentlich jetzt alle zu mir gekommen hier? Hui. Holt jetzt auch mal einer das Auto von euch, lahmen Säcken hier? Offenbar nicht. Muss ich das wieder alles alleine machen, ja? Mal eben gucken wegen Munition. Geh mal weg da. Naja, nicht wirklich Munition dabei. Ich habe nämlich nicht mehr allzu viel. Ach so, Moment. War das eine Schnellfeuerwaffe? Ich habe jetzt nicht drauf geachtet. Die hat 60. Jetzt 37. Ja, nehmen wir die mit. Okay. Gut, dann geht's mal weiter. Großer Turm auf einem Vulkan. Ich glaube, das Ende ist in Sicht, was? Ich hoffe. Also ich hoffe nicht unser Ende. Nee, das war nicht die richtige Richtung. Oder? Doch. Sag mal, bei dem Geld, was Avery für Türme ausgegeben hat, wären da nicht auch Geländer drin gewesen? Das ist wieder ein Baum. Okay. Ich sehe mich mal um. Wie viel Schuld ist das? Genau. Die Hälfte. Na, du hättest ihm sagen sollen. Emma Schletterparty. Woo. So, ist jetzt ein bisschen blöd. Ich hätte es jetzt lieber auf die rechte Seite gemacht, aber... Dann mal los. Gut, ich hoffe, es kriegen wir jetzt auch so hin. Rutschpartie. Ah, ja, noch besser. Das war wohl so gewollt, wirklich. Scheiße. Fuck. Ich hab dich. Dein Ernst? Komm, komm! Zieh dich hoch, zieh dich hoch! Jetzt geh da rein! Bist du okay? Ging mir schon besser. Bring uns hier raus, Junge! Okay, festhalten! Fuck, 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 fuck! Langsam, Junge, langsam! Ich glaube, in so einem Moment würde ich tatsächlich mal anfangen zu beten, obwohl ich es ja überhaupt nicht mit Gott habe. Das war doch lustig, oder? Ja, aber ich brauche jetzt einen Termin bei meinem Seelenklempner. Du gehst zum Seelenklempner? Nein, aber jetzt werde ich damit anfangen. Komm schon, jetzt übertreib dir. Konnte ich das nicht alles mit unter Kontrolle. B reinholen? Ah, jetzt, oder? Ja. Ja, natürlich, ich hatte alles unter Kontrolle. Es war alles so geplant. Ich wusste das im Vorfeld schon. Oh mein Gott, die bricht doch unter Garantie ein, oder? Okay, haltet euch gut fest. Wuhu! Das war ja mal ein netter Tempowechsel. Ja, ich bin fast ein bisschen enttäuscht.
Fast. Los, gehen wir rein. Holen wir uns unseren Schatz, Jungs. Ob das Ding nicht einsturzgefährdet ist? Zumindest sieht die irgendwie so aus. Okay, oh, was ist das? Sam, hilfst du mir mal? Ja. Achso, diesmal ich. Was haben wir denn hier? Hm. Ah, okay. Ah, dahinter ist offenbar irgendwas. Sam? Ja, auf geht's. Mach ich doch nichts alleine hin hier. Verdammt, zugemauert. Okay, sehen wir uns um. Können wir auch nicht durchgucken, ne? Ich dachte, vielleicht sieht man jetzt hier irgendwie einen Punkt oder so, wo vielleicht der Schatz liegen könnte oder irgendwas. Ist das denn hier alles? Geht mal alle in Deckung, Jungs. Achso, muss ich da drauf schießen? Wo habe ich das denn jetzt hingeworfen? Ah, da, okay. Moment. So. Achtung! Ich kann es gar nicht anvisieren. Ich hab's anvisiert. Achtung! Okay, und jetzt? Also ich schätze, dass wir andersrum wohl nicht reingekommen wären. Ich wollte eigentlich nur mal kurz gucken, ob hier ein Schatz liegt und dann da reinklettern, aber so geht's auch. Okay. Hier geht's in der Mitte runter. Da wären wir dann vielleicht von außen reingekommen, aber ich schätze, das hätten wir dann auch gar nicht geschafft, nehme ich mal an. Liegt auch kein Schatz oder so. Ich weiß, ich bin sehr schatzgeil irgendwie im Moment. Ah, was ist das denn? Ah, ich wusste es. Ich habe da so ein Näschen für. Naja, manchmal. Leider nicht immer. Das Piratenzeichen, okay. Wir sind auf jeden Fall auf dem richtigen Weg. Ja. Ganz schön aufgeregt. Mach dir nicht in die Hose. Viel auf dem Spiel. Hier haben wir nichts mehr. Was war denn das für ein Grafikfehler? Ich dachte gerade schon, hier ist ein Stolperdraht oder sowas. Okay. Da hinten ist alles zugemauert. Ach nee, das ist doch der Weg, den wir gehen müssen. Brüderchen, warte auf mich. Da ist er. Okay, los. Zeig ich. Wow. Großartig. Allerdings sehe ich keinen Schatz. Hey, Leute. Komme. Ja, lass mich doch erstmal ein bisschen die Gegend erkunden hier. Hier kann man hochspringen. Was mir aber nicht viel bringt. Da oben kann man auch hochspringen. Aber ach, geh mir doch mal aus dem Weg hier. Das scheint aber auch nichts zu sein. Es sei denn, da liegt noch irgendwas drauf. Ach nee, das war nur... Geh doch mal aus dem Weg. Alter, echt. Hier unten ist auch nichts. Gut. Wäre jetzt wahrscheinlich auch zu viel verlangt, wenn jetzt hier auch irgendwo was liegen würde. Aber gucken muss man trotzdem. Sieh dir das mal an. Ah, der heilige Dismas. So sieht man sich wieder. Also, was haben wir hier? Mehr Siegel. Da ist hier unser Avery. Thomas II. Und das ist, Das ist Adam Baldrige, das Joseph Farrow und das Richard Wand. Piratenkapitäne. Okay, also vielleicht war deine Piratentheorie doch nicht so falsch. Tja, also...
Hast du eine Ahnung, wie das hier geht? Muss man einen Knopf drücken oder etwas ziehen? Vielleicht einer der Arme. Versuch's mal. Komm schon. Jungs, wenn ihr den Arm diesmal genug befummelt habt, solltet ihr euch vielleicht das hier mal ansehen. Das Trapez muss der Vulkan sein. Die Krone ist Kings Bay. Das ist eine Karte, Gentleman. Victor, du bist ein Genie. Gehört, Nate? Genie. Okay, also, wir sind hier. Der Turm bildet eine Linie mit Averys Siegel. Okay, dann sind die anderen Siegel... Die Türme aus Averys Zeit. Ich meine, in einem muss unser Schatz sein, oder? Ja, aber in welchem? Das sind 12 Türme. Hey, Victor. Rauchst du neuerdings etwa Zigaretten? Wir sind wohl nicht die Ersten hier. In Deckung! Runter! So, jetzt haben wir sie! Na, Scheiße! Ein Hinterhalt! Ich leide den Backup! Okay, und ich wollte gerade so einen schönen Cut machen. Oh, fuck! Verdammt nochmal! Scheiße! Wollt ihr mich verarschen? Verstecken bringt gar nichts! Kommt doch von der anderen Seite. Oh, Scheiße. Warum steht der da eigentlich die ganze Zeit? Ist sein Bein eingeklemmt? Wow, Scheiße. Nicht verlassen, sie sitzen fest. Oh. Echt jetzt? Ich hab keine Munition mehr, Leute. Ich würde sagen, ich hoffe, von hinten schießen wir unten, Leute. Oh, fuck. Ja, das will ich hoffen. Ist er jetzt tot? Das waren aber nicht alle. Herrje, waren das alle? Hoffen wir's. Bist du okay? Ja, hier drüben. Achso, ich habe schon alle Handgranaten, okay. Ach, ich hätte ja auch Handgranaten werfen können. Eine Vermutung bestätigen. Shit, seht euch das an. Ja? Was denn? Die haben die Türme auch durchsucht. Standorte, Siegel, einfach alles. Und was jetzt? Was jetzt? Wir sind am Arsch. Okay, wir sind 3. Und Gott weiß, wie viele die sind. Und die haben Vorsprung. Ja, aber sie wissen nicht, welcher Turm es ist. Super, Nathan. Wir nämlich auch nicht. Wissen wir doch. Da. Etwas abgenutzt. Genau da, das passt. Sicher, es könnte auch das hier sein. Mist.
Ja, 2 ist besser als 12. Okay. Ich nehme diesen Turm. Du und Sally, ihr nehmt den. Nein. In den Türmen wimmelt es schon von Raves Leuten. Genau. Wenn wir sie schnappen wollen, müssen wir uns aufteilen. Sam, jetzt warte doch mal kurz. Nein, die Türme. Sie sind an verschiedenen Seiten von Kings Bay. Verdammt. Wenn du auf diese Shoreline-Clowns triffst, ruf uns an, okay? Bis später. Komm, Nate. Beeilung. Ja. Yeah.